Die Rapskälterei legt Wert auf ihre natürlichen Produkte. Und die Streuobstwiesen spielen dabei eine große Rolle. Streuobstwiesen sind sehr, sehr wichtig für uns. Die Qualität des Apfelsaftes und Apfelweines ist dadurch auch gegeben, da wir sehr viele verschiedene Apfelsorten auf diesen Streuobstwiesen finden. Und diese Streuobstwiesen natürlich auch nicht gespritzt werden, sodass wir einmal wirklich ungespritztes Obst hier haben, die große Artenvielfalt hier mit reinnehmen können, ja. Und dadurch natürlich auch geschmacklich variabel sind, was natürlich bei einem Naturprodukt selbstverständlich ist. Ja. Um dem Verbraucher das Konzept der Rapskälterei näher zu bringen, bietet das Unternehmen regelmäßige Führungen durch den Raps-Naturerlebnisgarten an. Ich möchte eigentlich was sagen. Meine Oma hat früher, als ich noch kleiner war, immer diesen Zaubersaft geholt. Und da haben meine Schwester und ich immer alles leer getrunken. Und dann haben wir uns immer die nächste Flasche schon geholt. Mein Name ist Gunhild Becker. Ich führe Betriebsführungen durch mit Kindern und auch Erwachsenen. Also jede Altersgruppe wird hier bei uns bedient. Bevor ich euch was erzähle, sollt ihr natürlich auch in den Genuss kommen, das zu trinken, was wir abfüllen. Was für die Kinder und auch für Erwachsene, eigentlich für jedes Alter ein wunderschönes Erlebnis ist, ist der Erlebnisgarten. Dieser Erlebnisgarten ist angelegt worden von der Stadt Karben und wir dürfen ihn mitbenutzen. Der Erlebnisgarten bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man sonst in seinem Garten oder auch so nicht findet. Bis zum nächsten Mal im Raps-Naturerlebnisgarten.